Also, erstmal wieder Hallöchen und herzlich willkommen. Hier ist Micha von Michas Let's Play und heute fahren wir wieder mal in Amerika durch die Gegend mit dem ATS American Truck Simulator. Und heute habe ich dabei den GR Suchti. Hallo. Und den Markus. Allzeit. Ja, wir fahren von Bakersfield nach Holbrook. Und damit wünsche ich euch schon mal viel Spaß und gute Unterhaltung und los geht's, Jungs. Ach so, ich sollte meine Motor einschalten. Ja. Wäre vielleicht angebracht. Jo. Ja, unter anderem möchte ich auch noch mit erwähnen, dass dieses Video nicht nur bei mir auf dem Kanal erscheint, sondern auch noch bei uns bei der Interlogistik auf unserem Interlogistik-Kanal. Und damit ist das erste Video nach langer Zeit wieder mal aus Amerika mit den zwei Spezies davon, die mir jetzt gerade wieder abhauen. Ja, was ist, kommst du nicht hinterher oder was? Hä? Kommst du nicht hinterher, Mensch? Ja, zwischen bei euch zwei Kampfboliden und meiner einer. Naja, wird schon laufen. Ja, der GR Sucht, die hat ja auch einen YouTube-Kanal. Erzähl mal was davon. Ja, was soll ich groß dazu sagen? Ich bin noch in der Aufbauphase. Ich habe noch nicht wirklich was hochgeladen. Ich habe bis jetzt noch nichts wirklich hochgeladen. Ich habe ein, zwei Videos fertig schon, aber muss ich halt noch hochladen. Ich denke mal, im nächsten Video werde ich dann auch, wenn der Michael dann kein Problem hat, vielleicht würde er den Channel ja sogar verlinken. Klar, kann ich machen. Gut. Ja, wie also, immer den Link unten in der Beschreibung dann, ne? Genau. Auch den Link zur zum Interlogistik-Kanal tue ich euch auch unten in der Beschreibung rein. So wie die beiden Links zu den YouTube-Kanälen tue ich euch dann auch noch bei dem YouTube-Kanal, bei Interlogistik YouTube-Kanal unten in der Beschreibung rein, so dass ihr jederzeit die Aktivitäten von unserem YouTube-Kanal auch verfolgen könnt. Wenn das so okay ist. Ja. Und ich hoffe mal, dass es jetzt mal ein paar mehr Videos gibt, außer nur 1, 2. Wir gucken mal, was die Zeit so bringt. Genau. Sag mal, Markus, was hast du eigentlich für Motor drin, ne? Ja. Irgendwie kriege ich keinen Abstand vor dir. Das macht mir gerade dezent Angst. Ich mach nicht mal so an, die Mädchen. Hallo? Vielleicht ist er ja ein Mädchen. Guck dir mich an, der kommt erst gar nicht in der Elbe mit seiner Krippe. Ey, lass meinen Kleinen in Ruhe. Dazu sage ich jetzt nichts. Die Letzten werden die Ersten sein. Na, dann musst du aber erstmal mir noch vorbei. Warte ab, warte ab.
Wie sagte meine Mama immer, die Letzten beißen die Hunde. Was? Scheiße! Markus, fahr mal zur Seite! Oder auch wie meine Mama immer sagte, fahrt mit Gott aber flott. So ein Scheiß, ey. Aber soll ich euch mal was eins sagen? In Sachen YouTube-Kanal, ne, sind meine Videos eigentlich ganz gut, besser als die vom Tim. Wieso ist das so? Habe ich hier heimliche Zuschauer? Hä? Danke, Markus. Echt nett, danke. Da muss ich Markus recht geben. Ey, ich fahre hier wie besoffen durch die Gegend, ey. Wieso Eigenlob stinkt? Ich habe meine Füße doch erst heute Morgen gewaschen. Micha, kommst du überhaupt hinterher, oder? Ich häng dir schon eine Stoßstange, mein Lieber. Ja, oder ist Markus gleich, wenn ich einmal penne? Solange es den Markus erwischt, ist es nicht mein Problem. Ist ja nicht mein LKW, der Schrott ist. Ja. Warum blinke ich eigentlich? Ich wusste ja nicht, dass ich hier in Amerika gegen so zwei starke Monster, PS-Monster da antreten muss, ey. Mein armer Peter wird, ey. Der ist schon am Röhren wie ein Elch. Dann Markus, machst du hier Spezialabkürzung Erkundung? Wie heißt denn dein YouTube-Kanal? Meiner? Nee, meiner, sicher deiner. Es Blind of Phoenix. Musst du mir mal den Link geben? Gib dir nach dem Video den Link und dann... Jo. So, wir müssen jetzt ja abfahren, ne? Wissen wir das? Nee, du kannst gerne weiter ausfahren. Leute, 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 geht ihr ab hier. Na, soll ich mal ein bisschen runtergehen? Ja. Geh ich mal auf 60 Meilen runter. Also, wer hier schafft 77, also ihr seid 500 Meter von mir entfernt. Ja, dann gib mal Gas. Ich häng schon mit dem Fuß auf dem Fußnägel. Sollte mal Fernlicht ausmachen. Sicher, dass nicht die Bremse ist. Irgendwie hört er sich ganz komisch an. Hat der auch Differentialsperre? Jo, der hat sogar Differentialsperre, das Scheißding. Der Hornochse dreht den David.
Markus, ganz ruhig. Ja, ihr seid schon gar nicht mehr zu sehen, aber egal. Ja, denn Kette rechts ist was ganz. Ja, ich häng schon auf dem Fußpedal. Mehr als 65 bringt die Kiste nicht. War gerade mal 58 jetzt nur noch. Weiß ich, was hier alles wieder an ist hier in dem Scheißkasten. Der Markus dringelt schon. Na Markus. Nein, er kommt näher. Ja, ihr macht ja auch ein Wettrennen da vorne. Also liebe Zuschauer von meinem YouTube-Kanal, ihr seht mal wieder, Konvoi ist nicht gleich Konvoi, weil die vorne machen da ein Wettrennen. Und ich tucker ganz hinterher wie ein Safety Car bei der Formel 1. Ist das, was vorher fährt? Hä? Ja, was stimmt hier mit dem Brummer hier nicht? Ja, hört euch mal die Hupe an hier. Kurz vorm Tod, ey. Ich glaube, die Hupe ist auch schon tot. Jetzt kommt der Rasenmäher. Na, dann zieh vor, Markus. Außer Vorsicht, ich muss raus. Ich muss auch Wiegestation. Da piept ja mittlerweile sogar. Ja. Na super. Ja. Ich darf auch raus zum Wiegen. Ja, voll im Gang fahren habe ich mich jetzt erstmal. Sehr schön. Warum kommt da jetzt nichts? Ach ja. Da mal eben was kicken. Controller Tastenbelegung. Warum rührt er denn so komisch? V. Bitte? Ey, alles gut. Bleib stehen. Ja. 21 Tonnen, Mensch. Ja, beruhig dich. Kommt das jetzt an jeder Mautstation? Nur sie mit dem Arsch draußen stehen, oder was? Leute, was macht ihr mit mir? Ich kann keine Wiegestation. Du musst genau vor dem weißen Strich halten mit den Vorderrädern. Vor welchem weißen Strich? Hier sind mehrere. Ach, typisch. Ja, stehe ich vor den letzten Pfeifen. Ja, 9 Stück zurück. Ja, noch ein Stück. So müsste es eigentlich passen. Muss ich jetzt auf was warten? Muss Enter drücken. Nö, geht aber nicht. Aber es war ein grünes Licht. Hm? Hattest du grünes Licht? Ja. Abend. Ich habe ein grünes Licht, also kann ich durchfahren. Ach, was weiß ich fahre jetzt einfach.
Scheiß Wegstation, ey. Abend. Hi. Hallo. Hi, Markus. Moin, wir sind nur aufnehmen. Ach so, sorry. Nicht schlimm, jetzt bist du drin. Markus, bleib ruhig mit dem Gas. Jeff kommt nicht hinterher. Hey, ich muss gerade erst mal nach Arschalt mit 3,80 gehen. Was habt ihr denn? ATS. Das Resultat kannst du dir spätestens morgen bei YouTube angucken. Wenn ich das morgen mache, dann störe ich euch nachher. Jo. Wollte euch nur eine gute Nacht wünschen. Ja, gute Nacht. Ah. User disconnected from your channel. So, Markus, ich glaube, du kannst. Hey, zieh mal vorbei. So, okay. Eine Fluke Zeug. Was sind das hier überhaupt für komische Vögel am Himmel? Sind das Geier? Deine Artgenosse. Meine Artgenosse. Ich hab gedacht, das wären deine. Ja, dann sind das deine, such die. Nee. Doch. Wenn du jetzt stehen bleibst, dann klatscht das, aber kein Beifall. Hast du noch nichts von Abstand halten gehört, Mensch? Gib Gas da vorne! Jung, jetzt mal nicht hetzen, ja? Weißt du, er hat eine große Schnauze am LKW, ne? Aber abziehen kann er immer noch nicht. Du fährst nicht so schnell, hier ist 55. Wieso, ich bin gerade 65 gefahren. Soll ich mit 55 weiter oder anhalten? Nee, ich komm hinterher. Gut. Fahrt erst mit dem 50. Bei dem 18 ist er am 5. November. Oh, okay. 55, sagt ihr? 50. 50? Was denn jetzt? Ja, 55. Ich war schon bei Micha. So, ja gut. Kann jetzt ja auch schon wieder erhöhen, bald. Deutsche Höhe 65. Toll, dann darf ich das Video ja gleich zweimal machen. Was, du musst schon wieder zum Wiegen? Nein, ich habe gesagt, ich darf das Video zweimal machen. So, ich habe Wiegen verstanden, Mensch. Nö. Außerdem ist das hier eine Tankstelle und keine Wiege. Oder? Doch auch. Kannst du auch wiegen? Ne, ich muss nicht. Frag mich nicht, warum ich mit dem Navi hier lang los. Peterbird gegen Peterbird, oder was? Bitte? Markus wollte ein kleines Wettrennen. Ja. Jetzt kommt er nicht mehr hinterher. Nee, ich wollte schon mal eine Gangschaltung noch nicht. Such die, warte! Bleib ruhig, ich fahre nur 50. Meilen. Bleib ruhig. Ich muss so ein bisschen Aloe Vera mitnehmen. Markus habe ich kein Bedenken, dass er nicht hinterherkommt, aber bei dir, Micha. Hey, Marcel, manchmal haut er mich unter in 8 Gramm, wenn ich im 18. Teil. So. Data ist nicht richtig um, oder was?
als wenn einer wieder in kleine Gruppen reinschalten will. Ja. Hoppala. Ach, guck mal, wer da jetzt wieder drängt. Was soll das? Jo. Hilfe, ich krieg Angst. Da kommst du überhaupt den Berg hoch, geht hier mit deiner kleinen Drehhupe. Ey, ja, das ist ein Dreh. Das ist ein Gummiboot. Ich habe am Berg noch nie Probleme gehabt mit dem Ding. Ah, der kommt nicht ganz aus dem Quark hier am Berg. Und ich bin im Elften, ja? Immer diese Idioten auf der Straße mitten stehen bleiben. Ich habe euch vorbeigelassen. So viel gesagt. Können wir mal. Ja, und das wäre? Da, wo ich in die zweite Gruppe reinschalte, habe ich auch den Motorbremsen. Ah, ja gut, das ist klar dann. Boah, Markus, ganz ruhig. Hallo? Ich glaube, der Michael kommt schon wieder nicht hinterher. Ja. Ja, Michael, wir lassen schon ausrollen. Ich sag doch gar nichts. Was hat der Markus jetzt mit Absicht gemacht? Du warst du, Mensch, ich hab einen Schlenker gemacht. Naja, und dabei bin ich auf die Bremse gelatscht. Jetzt kommt er schon wieder nicht hinterher. Was ist das Taxi? Mensch, das ist ein Kamel. Aber das Kamel hat einen Höcker. Oder? Extra vom Gast gegangen. Da kommt Markus, Formation. Wenn ihr jetzt einen Fehler baut, einen Unfall baut, ne, ist alles auf dem Video. Da willst du gleich einen Video-Report schreiben. Ja, sehr reporten. Bist du irre? Ich würde doch nicht meine eigenen Leute reporten. Wer hat denn jetzt schon wieder was geschrieben? Hä? Kann ich auch gerne zeigen. Wie fährst du denn? 51. Ah, okay.
Ich mit meiner Mini-Hupe, ey. Die Hupe pfeift auch wie aus dem letzten Loch. Ja, muss immer richtig Hörner drauf bauen, Mensch. Ich kann dich ja oben drauf setzen, dann kannst du ja hupen. Ach du, nee, lass mal. Pluspol an der linken Backe, Minuspol an der rechten Backe. Dann immer, wenn ich drauf drücke, BÄM! Das wäre doch mal was, oder? Ja, ja, wunderschön. Wir nehmen den Kalle. Ah! Der wird sich dafür so sehr gut eignen. Und du packst dir den Johnny oben drauf. Oh yeah! Hatte ich eigentlich nicht vor? Wende ich mich ja. Hä? Wenn packe ich dich oben auf. Ich mach dann die Schildkröten nach. Was machst du damit? Wer drängelt denn da hinter mir? Hm? Ah, alle. Ich dachte, ich muss mir jemanden vom Drängel abhalten. Eine Dreistigkeit heutzutage. Immer diese Fahrer. Nee. Ich find die Hupe süß. Hör mal. Meine ist auch nicht besser. Na super, wenn ich hier wäre mit meinem Panzer unterwegs bin, seid ihr wieder weg. Ja. Ist ja immer das gleiche mit euch beiden. Genau, du musst mal zur Fahrschule mit, ja. Meinst du? Ja. Nee. Genau, fürs nächste Video engagieren wir mal unseren Fahrlehrer. Oha. Glaub, da bin ich im Urlaub. Ich glaube, dafür nehme ich mir extra Zeit und hole die aus dem Urlaub wieder ab. Meinst du? Ja. Das mache ich nur für dich. Markus, was los? Abgesoffen? Ja, auf dich gewartet. Nein. Ja, der Markus hat auf mich gewartet am Straßenrand und ich bin vorbeigezogen. Die Kette. Ja. Ach du Corona. Richtig. Was sollst du mir da nicht? Hm? Ja. Hat du mich gerade versagt mit dir? Na, jetzt musst du ihn schnappen, oder? Ich kümmere mich mit drum. Hier fährt er 65? Ja. Gut. Mensch, wo bleibt er denn? Hat sich weggepackt. Aber frag nicht wie. Ah, super. Er hat sich gedacht, nur fliegen ist schöner.
Also ab 65, ab 64 fängt der hier an zu arbeiten. Ey, das ist wie ein Staubsauger, der Verstopfung hat. Bitte? Nein, Michael. Was denn? Ja. Oh oh, Geisterfahrer hier, ey. Alle machen sich Straße unsicher. Wie viele Gänger hast du? 18. Ich habe 118 Gänge in der Schalterkategorie. Bei dir ist es besser 13. Meinst du? Ja. Dann muss ich da mal ein 13er einbauen. Ich bin ja gerne nächstes gleich mal ranfahren. Wir haben jetzt noch 121 Meilen vor uns. Ja, und? Das sind noch ungefähr 300 Kilometer. Oder 2 Stunden Fahrt. Also ich würde jetzt, wenn ihr kein Problem habt, im Leisner Dorf hier Holp da kann gut sein. Ah, kommt hin. Würde ich denn anhalten, damit du ein anderes Getriebe einbauen kannst? Ja, Mama. Was, wo müssen wir abladen? Oh, ach so, ja gut. Jungs, sag mal, zeigt euer Navi auch 75 an. Ja. Ah. Ich möchte nur mal gern wissen, wie die LKWs es schaffen sollen mit den Geschwindigkeitsbegrenzer. Auch auf PKW ausgelegt. Ja. Ist PKW ausgelegt. Ich habe extra Navi auf LKW eingestellt. Ja, aber halt kein LKW. Wenn man jetzt mal durch diese ganzen Anzeigen durchsteigen würde, wäre es echt schön. Wieso? Welche findest du denn nicht gut? Das eine ist Luftdruckanzeige, die andere ist Bremse. Ja, das ist mir schon klar. Aber ein paar sind auch verdeckt und die muss ich mir gleich mal angucken, was das für welche sind. Luftdruck und so weiter. LKW Luftdruck. Müsst ihr tanken oder was? Wasser, Wassertemperatur, Öltemperatur und Turboauslastung. Ja, das wird die sein, die ich nicht sehe. Ah, dann fahren wir jetzt durch oder wie? Würde ich sagen, mir ist das egal. Fahren wir durch. Wer lässt denn die Musik laufen? Frage ich mich auch gerade.
kann nicht sehen. Marcel? Ja, bitte? Hast du was gegen deine Musik? Nö, wenn das hier auch mal richtig laufen. Doch, geht zur ATS. Weißt du, was, weißt du, gesucht die, da kommt da jetzt an, kurz bevor wir da sind, ey. Ja. Country Roads. Na, na, na. Ey, das wäre doch mal so eine Melodie fürs Intro, ey. Eigentlich schon. Aber man darf ja nur die Melodie benutzen. Oh, was weiß. Seid bereit. Hä? Seid bereit fürs nächste Video. Take me home, country road. Also so ein Begabten-Service soll ich die jetzt gar nicht verwenden, die Melodie. Da muss ich ja schon wieder ein neues Intro machen. Aber wir können es ja für Interlogistik benutzen. So, kannst. Iho. Aufnahme gestoppt? Nee, noch nicht. Der Daniel schrieb gerade, wenn du schneller fahren möchtest, solltest du mal die Pizzaschachtel von der Kuppel nehmen. Ha ha ha. Hat doch gar keine Kupplung. Was ist Licht an? Hab ich das Licht aus? Oh. Naja, $42,000. So. Und jetzt kurz vor Schuss wieder vor so einem Ding klatschen. Wenn, dann schon richtig hinstellen hier. Noch.
Markus, kommst du auch noch dazu? Na gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich beim Zuschauen, bei meinen Zuschauern. Und ich sage nochmal herzlichen und vielen Dank an den GR Sucht die. Jo, kein Problem. Immer wieder gerne. Und natürlich auch an den Markus K. 1992, die mich bei dem Video freundlich unterstützt haben. Und wir sehen uns. Bis dahin und tschüss.